Ihr könnt den Risso in Richtung des Baraios-Tempels folgen und ehe ihn erreicht, könnt ihr sehen, wie sich Aviander mit einigen kräftigen Schwüngen, einigen kräftigen Zügen an die Front eures Kugelballs gesellt und euch dann sich dann umdreht und euch das Zeichen gibt zum Halten. Sie macht das Zeichen für Sprache, Nandus, Liturgie und einen kurzen Augenblick. Schau mich mal um. Ihr könnt sehen, wie sie sich dann ja, so ein bisschen vorbereitet, den Mund öffnet, einige Laute, die rausdringen. Boltax kann nicht genau verstehen, was das werden sollte. Kurze Fetzen von Bosbarano, die dir dann an deine Ohren klingen. Und ihr Mund füllt sich weiter, auch wenn sie nicht ertrinkt. Sie versucht zu sprechen, was ihr nicht gut gelingt. Und nach grob, ich würde sagen, 5 Minuten, die Biaga sind bereits verschwunden irgendwo in den Ruinen. Da könnt ihr dann sehen und hören, wie sie spricht. So, Hoftag der Sprachen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Oh, Nein, ja. überhaupt nicht. Danke, Aviander. Eine wunderbare Idee. Ja, Ja, es hat mich hervorragend. doch noch etwas gestört, dass wir unter Wasser nicht sprechen können. Das Attack mag zwar hilfreich sein, aber spätestens wenn wir schwimmen oder nicht aufeinander achten, dann kann das tatsächlich schwierig werden. Ich konnte mich ganz wunderbar unterhalten mit den Rissen. Doch verzeiht, wir wollen unsere Gastgeber nicht ignorieren. Sulamin macht im Wasser hängend eine Verbeugung in Richtung der Risso. Die sind schon weg. Du weißt nicht genau, wo sie verschwunden sind. Irgendwo in den Ruinen. Wir sollten ihnen folgen. Wieso sind sie gegangen, Boltax? Geschwommen. Weil sie ja, zurück wollten. Sie haben gesagt, hier ist es nicht sicher. Wir wollen uns erstmal verstecken. Ja, dann Bewegung. Also ich habe sie auch nicht verstanden. Euch sollte nur bekannt sein, dass wir jetzt aktuell Risso sprechen. Deswegen verstehen wir uns. Menschliche Laute oder zwergische, das funktioniert unter Wasser nicht. Aber Ressual kann man unter Wasser sprechen. Das tun wir gerade. Nur nicht, dass ihr euch wundert. Natürlich, ich wundere mich da gar nicht. Die Zwerge ist die Sprache, ja. Zwerge funktionierten selten unter Wasser, aber gut, es hat funktioniert. Könnte mir noch mal jemand erklären, was genau wir hier nun eigentlich tun sollen? Nur wir Ja. müssen verhindern, dass die Riesin Chalvin erweckt Aufwachen. wird. Etwas genauer, bitte. Palliga hat irgendetwas vor mit der Riesin und wir müssen ihn daran hindern. Da unten ist irgendwo eine Dämonenarche. Auf die müssen wir aufpassen. Ich muss Ja. gestehen, ich sehe weder das eine noch das andere. Jetzt wartet halt. Aber wenn sich die Risso hier nicht sicher fühlen, dann lasst uns das im Schwimmen besprechen und versuchen, ihnen zu folgen. Haben Sie gesagt, was Sie hier befürchten? Nein, so explizit waren sie nicht. Unser Gespräch war dann doch eher kurz angebunden. Aber wenn wir noch Zeit haben, sollten wir auf jeden Fall noch zum Angrosch-Tempel schwimmen. Mir gefallen diese Tempel nicht. Wir sollten die Finger von ihnen lassen. Ja, aber wir sollten jetzt endlich loslegen, damit wir Ja, von ich denke irgendwas nicht auch. gefressen werden. Wir würden die suchen. Ich schwimme mal los. Okay, Ich schwimme dann hinterher. los. Ist das ein Paios-Tempel, Jalan? Es mag vor langer Zeit einer gewesen sein. Ich versichere euch, Braios glänzendes Licht findet sich dort nicht mehr. Und ist das Hesinde oder sind das andere Echsen? Was auch immer es ist. Jetzt ist es nur noch ein Haufen Steine. Lasst euch nicht in die Irre führen. Sulamin, was wollt ihr mir vorhin sagen? Ich habe euch nicht verstanden. Ich habe auf dem Weg einige Fetzen, einige flüchtige Eindrücke davon erhascht, wie die Stadt früher einmal ausgesehen hat. Und als wir gerade an diesem, ich nehme an, dass es ein Fex-Tempel war, vorbeikamen, sah ich, wie die ursprünglichen Einwohner dieser Stadt, die Sumura, nehme ich an, in diesem Tempel eine Krakenstatue abrissen. Aber die Zeichen sprachen für Fex. Möglicherweise hat jemand diese Krakenstatue
in seinem Tempel aufgestellt und ihn dadurch entweiht. Aber den Sumurern schien das nicht zu gefallen. Sie zerstörten die Statue. Wer denkt, ihr habt euch diese Vision geschenkt? Nun, so etwas ist schwer zu sagen. Aber dieser Ort ist voll von Erinnerungen. Aber nun, wenn ihr mich so fragt, ich denke, Chalven wäre eine naheliegende Antwort. Denn ihre Präsenz scheint noch immer diesen Ort zu erfüllen. Und auch wenn sie keine Göttin sein mag, so ist sie doch eine mächtige Wesenheit. Vergesst nicht in der Domäne, wessen mächtige Wesenheit wir uns hier befinden. Ihr solltet euch auf gar nichts verlassen, was ihr seht. Sulamin, kannst du noch mehr erzählen, was du gesehen hast? Noch mehr über Chalven? Hast du sie gesehen? Hast du Chalven gesehen? Nein. Das wollte ich dir auch sagen, Abelmir. Der Thron war leer. Die Sumurer pilgerten zu dem Thron, zu diesem Berg. Aber ich habe niemanden darauf sitzen sehen. Du musst dich verguckt haben. Eine Riesin ist eigentlich nicht so leicht zu übersehen, oder? Nun, vielleicht war sie gerade nicht auf ihrem Thron, sondern wandert umher. Naja, oder sie ist der Berg. Eine Riese ist doch kein Berg. Ein Rashtul? Der Rashtulswall? Es soll auch der Leib eines Giganten sein. Er ist ein Gigant, aber kein Riese. Ja, also damals hat sie ja auch noch ganz normal gelebt. Warum soll die den ganzen Tag auf ihrem Thron sitzen? Macht doch gar keinen Sinn. Genau. So ein ganz normales Lebewesen. Naja, ganz normal würde ich eine unsterbliche Tochter Sumus jetzt nicht bezeichnen. Ihr meint, sie war vielleicht nicht so arm dran wie der Richter der neuen Streiche und hat ihren Thron gelegentlich noch verlassen? Naja, oder sich um irgendwas gekümmert. Ich meine, als unsterbliche Tochter Sumus hat man ja bestimmt auch irgendwelche Aufgaben. Oder nicht? Zum Beispiel? Keine Ahnung, das Land vor den Bösen verteidigen, den Einfluss der Dämonen, Sumu heilen. Das hat sie ja alles gut hingekriegt. Nun, sie hat wohl ihr Volk beschützt. Wartet ja mal. Einen Moment. Ich glaube, wir müssen hier durch diesen Spalt. Da rein? Ihr könnt erkennen, Sulamin deutet auf einen Eingang, der ist allerdings tatsächlich ein Spalt, überwuchert mit Korallen und Seeanemonen. Und als Sulamin darauf deutet und etwas näher darauf hinschwimmt, könnt ihr erkennen, wie dort das Ganze wohl zum Leben erwacht, der ganze Eingang und sich dann zu einem Zweischritt großen Durchgang belebt. Einsiedlerkrebse, die in ihre Häuser zurückschwimmen, durch Seepocken, Algenbewuchs, der so ein bisschen das Ganze abtarnt. Ihr seht, wie sie dann allesamt sich so beiseite bewegen und dann einen Eingang formen. Dahinter ein Biaga. Das ist die Risso, die ihr bereits erblickt hattet und die euch dann auf den Wink hin den Eingang weist. Zulamin lächelt. Ich habe die Strömung wahrgenommen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. So. Der nicht so missmutig, Jalan. Durch die Spalte hindurch könnt ihr in das Innere des Praios-Tempels, der einen tristen Anblick liefert. Ein dunkler Tunnel und an dessen Ende gibt es ein bisschen bläuliches Licht, was glimmt. Aber groß, riesig wie der Tempel ist, trotzdem finster. Ehemals wohl mit einer offenen Luke, wo man dann den Himmel erblicken könnte, eine Öffnung, die nach oben führt, aber ja, das allesamt zugewuchert, kein Licht, was mal in diesen Kultraum dringt und ein großes Bodenmosaik, was vor allem Jalan wohl zu stören scheint, denn dort könnt ihr eine gewaltige Riesin oder Gigantin erkennen, die auf diesem Mosaik abgebildet ist. Gewaltig groß wird sie von vielen Menschen angebetet, steht in der Stadt. Nun, dies ist der seltsame Preis, den ich bis jetzt gesehen habe. Das liegt daran, dass er ein Zerrbild eines Praios-Tempels ist und kein richtiger. Seht euch das noch an. Ich dachte, ihr wärt zu dumm zum Sprechen. Ja. Wer sagt das? Jetzt, der jetzt Zwerg.
Alltags? Ja, wollt ihr ihnen erklären, dass ihr nicht den Respekt hattet, ihre Sprache zu lernen, bevor ihr hierher gekommen seid? Da habe ich lieber gesagt, ihr seid zu dumm. Und das Tages erwürge ich ihn. Was hat das mit Respekt zu tun? Wenn man eine Sprache nicht kann, dann kann man die Sprache nicht. Willkommen bei uns. Aber ich sehe, dass ihr doch wohl von Balashinda geküsst wurdet. Von wem? Balashinda. Verständigen wir uns einfach darauf, dass sie Mittel und Wege hatten. Sie deutet auf eins der Mosaiken, was wohl neben dem großen Abbild von Chalvin liegt. Und Balashinda muss wohl Hesinde sein. Ja, sehr faszinierend. Also ihr brauchtet Hilfe, habt ihr gesagt, oder irgendwie sowas, Bultax? Genau. Ihr seid die Krieger, die von der Oberfläche gesandt wurden? Du bist jetzt nicht gesandt, nein. Ja, ich bin der Auserwählte. Das haben mir die Hexen gesagt. Naja. Naja, Bultax ist der Auserwählte, der Rest von uns ist nur so mit dabei. Und ich weiß auch nicht, ob wir als Krieger in eurem Element so von großem Nutzen sind. Aber sagt, wie ist die Lage hier? Wir haben den Krieg verloren. Ihr schwebt so ein bisschen in der Mitte des Prios-Tempels. Gewaltig wäre es, habt ihr auf alle Fälle genug Platz in alle Himmelsrichtungen. Nach oben, nach unten. Und sie deutet dann an die Wände. Und ihr könnt erkennen, wie dort wohl Kokons angebracht worden sind. Aus Algen, die dort leer und verlassen sind. Und so ein bisschen vertrocknet in der Strömung hängen. Sie sind alle tot. Wir sind die Letzten. Es tut uns leid. Wir haben eure Toten gesehen. Sie wurden an der Küste angespült. Deswegen sind wir gekommen. Nun, sie sind zu stark. Der Kampf ist verloren. Krakonia, Haie, Käfer. Also ist es zu spät? Was wollen sie? Sie haben den Riss geöffnet. Unsere Korallen, die wir zum Schutz aufgezogen haben, die Arbeit von Jahrtausenden zunichte gemacht, die Mauer durchbrochen. Sie sind dort unten. Sie planen ein Ritual? Ein Zauber. Der Zauber ist gebrochen und sie erwecken die Göttin. Warum? Sie sind böse. Ja, das wissen wir. Aber was erhoffen Sie sich davon? Wissen um die Welt. Chalvin weiß alles. Sie wollen die Tränen stehlen. Sie wollen Rituale durchführen. Wir wissen es nicht. Sie griffen an, durchbrachen die Mauern. Wir sandten unsere Krieger. Wir sind die Letzten. Also fürchtet auch ihr das Erwachen von Chalvin? Chalvin darf nicht erwachen. Ihr Wissen ist versiegelt in den Tränen. Sie wollen es wecken. Können wir noch etwas tun? Ihr seid zu wenig. Wir brauchen Krieger, die kennen Arche. Das ist Wort für Käfer. Tulum, sieht sie nach Yalan um? Sagen wir einfach, wir haben ein gewisses Maß an Vorerfahrung. Käfer, der auf Land wurzelt. Aber unsere Krieger können wir nicht auf den Meeresgrund bringen. Können wir nicht einfach große Steine auf sie draufwerfen? Sagt uns einfach, wo das Mistding ist. Wir machen den Rest. Ihr seid euch sicher? Ihr Gesandt von Chalvin. Wir versuchen zu helfen, aber unsere Kraft erschöpft. Auch wenn wir Biaga sind. Wie viele Gegner sind dort unten? Ganzer Käfer. Nur einer? Ein Käfer. Nur einer. 60 Schritt. 60 Schritt. Ja, die haben wir. Nur das lassen wir doch zum Frühstück. Nun, ich bin mir dessen nicht sicher, aber. Wir sind hier, um was zu tun. Da gibt es was zu tun. Sie haben Käfer gesagt. Ich würde die Plagenbringer nicht als Käfer beschreiben. Also ist das nur die Wurzelkaiserin? Plagenbringer ist meines Wissens nach auch nicht fähig, unter Wasser zu tauchen.
Ja, und außerdem ist sie doch auch größer als 60 Schritt, oder nicht? Viel größer. Hm. Nehmen wir an, es handelt sich um die Wurzelkaiserin. Sollten wir uns schnell aufmachen, bevor sie das Ritual beenden? Ja, habt ihr irgendeine Idee, wie man die gut angreifen kann? Ich meine, ihr kennt doch hier ja aus. Es gibt verschiedene Wege, eine Arche zu zerstören. Das einfachste und schwerste zugleich ist natürlich das Archenherz zu zerstören. Das Archenherz hat für gewöhnlich einen Wächter. Wie wäre es, wenn wir einfach Steine von oben auf sie drauf werfen? Es nutzt nichts. Sie regeneriert. Sie sind an Muschelplateau. Dort Riss groß. Bei Tempel von Numi Nibal. Wir bräuchten Brandstaub. Aber unter Wasser ist das schwer. Ja, Risso, habt ihr denn jetzt irgendwie eine Idee, wie wir die angreifen? Wir nicht wissen. Wir haben vor langer Zeit Calva abgeschworen. Unter der Annahme, dass sie ein Ritual durchführen, ist vermutlich der größte Teil der befehlsgebenden Mannschaft beschäftigt. Dies könnte seine Eröffnung geben. Wir könnten auch den Steuermann der Eiche vernichten. Das macht sie führerlos. Ihr habt recht, dies wäre ein Anfang. Wir könnten den Eichenkapitän vernichten. Aber vermutlich ist dieser schwer zu erreichen und schwer zu töten. Wahrscheinlich ist er am Ritual beteiligt, oder? Er ist fix zu locks mit der Arche, zumeistens. Sie wollen die Tränen. Sie dürfen die Tränen nicht haben. Sie sammeln. Und wie kommen sie an diese Tränen? Und wenn ihr jetzt einfach nur das Ritual sagt und nichts weiter erwähnt, kommen sie hier nicht weiter. Sie liegen in der Kaverne. Die war verschlossen von Muschelpanzer. Das vielleicht machen wir. Du merkst, wie sie mit ihrer Magie in deinen Kopf greift und dir zeigt, was sie meint. Tatsächlich Gedankenbilder. Du musst den Zauber dafür nicht sprechen können. Ich bin trotzdem ein unfreiwilliges Ziel, falls das wichtig ist. Ist. In dem Fall kannst du deine Magieresistenz fallen lassen. Du merkst auf alle Fälle, wie sie dir gerne etwas zeigen möchte. Ja, nein. Okay, du blockst es. Ich lasse mir nicht von einem Fischmensch im Kopf herumwühlen. Preis will es nicht. Joris, dann mehr? Nur 10. Nur 10, ich würfel trotzdem mal. Ah. Vielleicht macht sie es ja gegen deinen Willen. Das schafft sie. Okay. Dann steht sie jetzt auf der Shitlist. Das ist okay. Du merkst, wie sie dir die Bilder sendet von vielen Rissos, von Biaga, wie sie wohl ihre Magier oder ihre Schamanen nennen, und dann über eine Stadt, über einen gewaltigen Körper, über einen Bergmassiv einen Korallenpanzer ziehen. In mühevoller Kleinarbeit, du siehst, wie die Zeit an dir vorbeirast und das wohl eine Arbeit von Jahrtausenden ist und dann ein Korallenpanzer über einen Körper hinüberwächst. Und darunter siehst du glitzernd Perlen. Wie viele Perlen brauchen sie? Alle? Jede einzelne wertvoll. Jedes einzelne Wissen von Welt und sie dürfen keine haben. Aber sie nehmen alle. Das scheint mir so, als wären diese Perlen Schalvens Überreste. Nennen wir es so. Kristallisierte Erinnerungen vielleicht. Prophezeiung, Vision, Gesichte. Wissen von Welt. Ich wüsste zu gerne, was Padigan wissen will. Naja, ich glaube nicht, dass wir das wissen wollen. Auch das Wissen von Chalvin. Wenn Chalvin wirklich uralt ist, dann hat sie Kenntnis und Wissen von Orten, die für Padigan sehr interessant sein könnten. So wie ich das sehe, haben wir hier dann also zwei Ziele. Wir müssen dieses Ritual verhindern und die Arche vernichten. Was tun wir zuerst? Ich glaube, wir halten das Ritual auf, indem wir die Arche vernichten. Naja, ich denke, wir sollten uns erstmal diese Perlen schnappen. Das glaube ich auch. Ich denke nicht, dass es zu wenige Perlen sind, dass wir sie tragen können. Eine Arche anzugreifen ist ein Alvarans-Kommando. Und vor allem unter Wasser. Diamante ist. Bitte. Wie groß sind diese Perlen? So groß wie Körper, so groß wie Kopf. So groß wie Boltax. Oh. Das seht ihr. Das könnte schwierig werden.
Ich würde vorschlagen, wir kümmern uns eher zuerst um das Ritual und die Teilnehmer. Und dann werden wir sehen, wie die Arche reagiert. Das erste könnte sein, aus deinem Mund, Abelmir. Andererseits könnte es sein, dass die Arche uns zu sehr feinem Fischmehl zermalt, wenn wir das Ritual stören, ohne sie vorher entledigt, uns vorher ihre entledigt zu haben. Ich meine auch. Denn sobald sie erstmal weiß, wo wir sind, sind wir verloren. Sie ist schneller als wir, sie ist größer als wir, sie ist stärker als wir. Ich denke sogar, dass die Arche ein zentraler Bestandteil, ein vielleicht Fokuspunkt des Rituals ist. Und so oder so wird die Arche zu vernichten einen gewissen Keil in die Konzentrationsfähigkeit der Ritualteilnehmer treiben. Vielleicht hilft uns das auch. Vielleicht sollten wir erst mal uns umschauen und uns den Ritualplatz anschauen und dann entscheiden, was wir tun. Hervorragende Idee. Ja, dann können wir immer noch Steine auf sie herabregnen lassen. Das wird nicht funktionieren, Beutax. Nicht unter Wasser. Warum nicht? Lass ihn ausreden. Um dich herum verblassen alle deine Kameraden. Du stehst in der Stadt, siehst, wie einige Leute in die weißen Bauten aufbauen, hochziehen. Sie ist kleiner geworden. Oder aber sie befindet sich gerade im Aufbau. Um dich herum stehen 2-3 Personen, die gerade einige Tontiegelchen in der Hand halten, wohl gerade handeln. Stehst auf einem Bazar und einer der Händler betrachtet dich, fährt sich durch seinen Bart. Guten Jeder, einer. Bist du Apilgrimer, Jok, mit Zehnendorfer, die Gaming Park? Wie begrüßen ihr mit Asund? Es tut mir leid, ich spreche eure Sprache nicht. Ich bin ein Pilger, auf dem Weg zu Chalvin. Pilgrim, Gaming Park. Ja. Könnt ihr mir den Weg zeigen? Ich gestikuliere mal, um anzudeuten, dass ich nicht weiß, wohin. Chalvin ist dort. Also, du merkst, wie sie wohl eine andere Sprache sprechen, aber du sie wohl vielleicht verstanden hast. Vielleicht ist es auch die Ausgangssprache des Aventurischen. Überlegst kurz und du folgst der Weisung des Händlers und siehst den Thron. Darauf die Umrandung, die Gestalt, vielleicht ein Geistwesen einer Gigantin. Es muss Chalvin sein. Und du merkst, wie du überrollt wirst von Emotionen, von Gefühlen, die du nicht richtig einordnen kannst. Du wirst zurückgeworfen und aufgefallen von Jalan. Ramin? Ich war wieder dort. Ich habe die Stadt gesehen. Ich glaube, ihre Anfänge. Jetzt habe ich auch Chalvin gesehen. Sie sah nicht aus, wie ich mir eine Riesin vorstelle. Eher wie ein Geistwesen. Aber sie war es, ganz sicher. Ihr solltet euch nicht auf solcherlei spukhafte Visionen einlassen. Nichts Gutes kann daraus erwachsen. Du hast gar keine Ahnung, Jala. Naja, also wie ich vorhin ausführen wollte, einen großen Stein. Naja, und ich habe da nicht an irgendeinen Stein gedacht. Nein, wir sind hier ja unter Wasser. Und es gab sicherlich Tempel von diesem Wassergott. Effert. Oder von. Es müsste Effert sein. Und die haben ja manchmal sehr große Gwenpetrullsteine. Richtig, richtig große. Ich habe schon 1-2 in Tempeln gesehen. Wenn wir daraus etwas anfertigen, was sehr spitz ist und es von sehr hoch mit sehr viel Kraft runterfallen lassen, dann kann es der Arche schon Schaden zufügen, würde ich sagen. Die Frage hier ist nur, wie bewegen wir einen Stein, der groß genug ist, um eine solche Arche festzunageln? Chalvin Gamebua. Obermi weis schoin, as et wird bald sehen zu spät. Also, das wird nicht funktionieren. Diesen Stein bekomme ich niemals hoch. Und ich bezweifle, dass das so ein riesen Fundstück. Lass den Zwerg reden. Ich bin mir sicher, er hat einen Plan. Nun, unter Wasser haben die Dinge nicht so viel Gewicht wie sonst. Das ist mir aufgefallen, als wir diese Kartoffeln getragen haben, mit denen wir heruntergesunken sind. Aber ich denke,
wenn wir einen ordentlich großen Felsbrocken finden würden, könnten wir das schon bewerkstelligen. Warum sollte ein Stein nach oben schweben im Wasser? Das macht überhaupt keinen Sinn. Voltax, wenn er unter Wasser nicht so schwer ist und entsprechend leicht genug ist, dass wir ihn heben können, ist er doch auch nicht schwer genug, um der Arche etwas anzutun. Naja, es geht aber darum, dass es ein Gwent-Petrulstein ist. Habt ihr so einen gesehen hier? Nein, ich durfte ja vorhin nicht auf Erkundung gehen. Ihr vergesst, dass Archen Halbdaimonit sind. Und das bedeutet, dass sie keinen Schaden durch göttliches Wirken nehmen. Dies bedeutet, dass welcher Schaden auch immer ein solcher Gwent-Petrul dir zufügen wird, ein geringeres Ausmaß annehmen wird, als du es dir gerade vielleicht vorstellst. Nun, und trotzdem schwächt es sie. Und wir haben diesen Petrulstein gar nicht. Ja, aber vielleicht liegt hier einer. Ja, aber Freunde, das Problem ist doch ein ganz anderes. Wir können hier nicht offen agieren. Wir mit diesem riesigen leuchtenden Stein über die rüberschwimmen, dann werden die uns totstechen. Vermutlich. Die viel mehr sind als wir. Wir müssen annehmen, dass die Arche über ein gewisses Maß an Meeresbewohnern verfügt, die unter Wasser sehr viel agiler sind als wir. Wir haben ja schon bestimmt 50 Risso haben die ja schon abgestochen. Ich bin für Folgendes. Wir nähern uns an die... Wir kundschaften die ganze Sache erst einmal aus der Ferne, so weit wie möglich. Ich bin mir sicher, Voltax und Double, wir haben da Pläne. Dann schleichen wir uns an die Arche an, dringen ein, finden entweder das Herz oder den Navigator und schlagen so lange drauf ein, bis sie stirbt. Dann kümmern wir uns um den Captain. Und was dann noch übrig ist, nun, das werden wir sehen. Wollten wir uns nicht zuerst um das Ritual kümmern? Ist das nicht deutlich wichtiger? Oh doch, das ist deutlich wichtiger. Das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen. Aber das Schicksal der Welt hängt davon ab. Saphira, lass die Archentöter ihre Arbeit machen. Ja, unser Problem ist halt, wenn wir uns Ritual widmen, werden die ihre Arche rufen und die wird uns töten. Zumal sie ihre Beute nicht wegschaffen können, wenn sie kein Fortbewegungsmittel haben. Dann können wir sie immer noch stellen.